Hi Tenus und willkommen zu meiner Excalibur 2.0 Vorstellung. Der eine oder andere konnte ja schon sehen, was er so drauf hat, der zumindest hier mein letztes Let's Play gesehen hat. Und für alle anderen ist es natürlich auch interessant. Ja, Excalibur auch einfach ein richtig krasser Damage-Schwamm und deswegen schauen wir uns hier als allererstes erstmal mein Bild dazu an. Und dann folgen natürlich auch wieder ein paar Tipps und Tricks dabei, die man hier mit ihm noch machen kann. Ja, als Aura stillender Ansturm, ganz klar. Auch dies gilt für unsere Ulti. Wir pushen nochmal die Nahkampfwaffe um plus 60%. Und dann fangen wir an mit alle drei schattenhaften Mods auf Max, Vitalität, Faser, Verstärkung. Nochmal zusätzlich flüchtige Stärke mit dabei. Haben wir dann eine Fähigkeitenstärke von 232%. Außerdem dann nochmal die plus 50 der Parasom-Mod, die nochmal drauf kommt, werde ich gleich zeigen. Prime-Trittsicherheit hier als Exilus-Mod, damit wir einfach gegen Niederschläge resistent sind. Ja, und dann Adaptation, ganz klar für die Schadensresistenz und Arcana Beschützer. Plus nochmal die schattenhafte Faser hier. Die Rüstung macht uns ganz einfach wieder tanky. Ja, Jäger Adrenalin. Dann kann man sich schon denken, womit wir wieder spielen. Ganz klar mit Gloom. Auch hier wieder Lebensschaden wird wieder in Energie umgewandelt. Wir haben durchgängig Energie. Und das ist ganz einfach für uns. Wir können wieder hier schön alle Fähigkeiten benutzen, wie wir uns den Frame wünschen. Ja, und ganz klar sowieso hier durchgängig Ulti aktiv. Ja, auch die zweite Fähigkeit mit dem Blenden können wir machen. Über Gloom holen wir uns außerdem die ganze Zeit auch Leben wieder zurück. Und ist auf jeden Fall so eine richtig krasse Spielweise. Dazu auch wieder engstirnig, ganz klar. Dauer erstens mal für die Fähigkeiten Dauer, ganz klar. Aber auch die Minus Reichweite wollen wir hier in der Spielweise mit Gloom wieder haben. Außerdem skaliert hier die Dauer nochmal auf den Abzug pro Sekunde der Ulti, also da auch noch mal ganz interessant 1,46 und ja, wir gehen einmal in die Ulti und gehen auch nicht mehr raus. Dann haben wir noch Arcana Furie. Damit pushen wir natürlich auch unsere Ulti hier auf Rang 4 bei Crit-Treffern 50%ige Chance auf 150% Nahkampfschaden. Bei Nahkampfwaffen für 15 Sekunden haben wir alleine schon nur durch das Arcana und den stillenden Ansturm noch mal 210%. Ja, Stärke in unsere Nahkampfwaffe nochmal drin und zu guter Letzt haben wir dann nochmal eine richtig krasse Augment-Mod von ihm, chromatische Klinge. Der Schadenstyp von erhabene Klinge ändert sich nach ausstrahlender Farbe, also das Element können wir halt ändern durch die Farbe. Ich habe mich jetzt hier für Feuer entschieden. Ja, und die Statuschance ist um 300% erhöht. Die 300% lassen sich hier durch Fähigkeiten Stärke nochmal erhöhen. Schauen wir uns mal kurz die Werte dazu an und dann sieht man schon, wir haben hier eine Statuschance von 696%. Ihr werdet gleich nochmal sehen, wenn ich dann wieder den Gnadenstoß gemacht habe mit die plus 50 Fähigkeitenstärke, die nochmal drauf kommt. Auch da geht es natürlich wieder dann höher. Ja, und so auf jeden Fall wieder ein richtig schönes Bild zum Nachbauen. Aber das ist ja nicht alles. Dann gehen wir erstmal hin, schauen uns dann nochmal seine erhabene Klinge an, die ja sowieso mit dabei ist, seine Ulti. Wie ich die gemoddet habe, ganz einfach Korrosion plus Hitze. Ist einfach ein Allround-Bild, wo wir dann gegen alle Gegnertruppen so spielen können. Heißt, wenn wir hier Void-Mix spielen, ist dieses auf jeden Fall gegen alle drei Gegnertruppen dann am besten. Können natürlich das spezifisch nochmal hingehen und wirklich dann vielleicht nur ein Bild gegen Gwinnir machen, nur gegen Korpus machen oder nur gegen Befallene. Werde ich euch gleich nochmal eben schnell zwei Beispiele zeigen, aber erstmal hier, das ist so das Bild, was dann wirklich schön gegen alle ist, wie gesagt. Ja, und hier Korrosion ist, haben wir gemoddet, Hitze ist, wie gesagt, durch die Farbe, die ich gemacht habe, nochmal mit drinne. Und ja, dann gucken wir uns nochmal eben die zwei Beispiele an. Wollen wir jetzt nur gegen Gewinniergegner modden wir hier komplett auf. Ich gehe mal eben hier kurz raus und wieder rein. Gehen wir dann natürlich auch hier auf Korrosion und Hitze, aber ganz klar, wir nehmen hier nochmal die Primed-Mod mit rein, weil wie gesagt, wir würden jetzt hier nur auf Gewinnier gehen. Können natürlich auch hingehen und gehen dann nur auf gegen korrumpierte Gegner. Also auch da kann man sich dann wirklich so die machen. Dies könnten wir dann noch mit Primed Reichweite austauschen oder wir sagen, wir machen mal hier ein Bild gegen nur gegen Befallene. Gehen dann hier komplett auf Gas und auch hier die Primed-Mod natürlich wäre dann komplett auf Max drin. Also da kann man dann nochmal einfach spezifisch gegen die Gegnertruppen hingehen, aber ja, dieses Mixbild reicht ja alle Male, selbst im Steel Pass, wie gesagt, gegen die ganzen gemischten Gegner kann man locker 3, 4 Stunden habe ich damit schon gespielt, ohne jegliche Probleme.
Also die ist auf jeden Fall richtig gut und jetzt gibt es noch mal ein paar Tricks mit dabei. Und zwar kennt der ein oder andere vielleicht auch schon von Valkyr und andere. Wir haben hier ganz einfach nicht die Möglichkeit, dass wir hier die eine oder andere Mod ausrüsten können, wie zum Beispiel, seht ihr, die hier nicht mit dabei sind, ja, Blutrausch oder nesselnde Wunde zum Beispiel. Das geht hier nicht, aber trotz alledem, ja, funktioniert das hier ganz einfach, indem wir nämlich hingehen und diese Mods hier in der ausgerüsteten Nahkampfwaffe reinpacken. Werdet ihr gleich oben sehen, das ist nämlich so ein schöner Trick, denn auch manche Mods von der ausgerüsteten Nahkampfwaffe gehen dann praktisch mit in der Ulti rein. Seht ihr hier nässende Wunden, Blutrausch mit drinne. Ja, und dann als zweites nochmal der Trick, auch die drei Gladiator-Mods hier reingepackt. Dadurch packe ich nämlich dann nur eine Gladiator-Mod in der Ulti mit rein, habt ihr gerade gesehen. Deswegen ihr Gladiator macht mit drinne. Ja, und schon haben wir hier auch wieder die 30%ige Chance in Z-Bonus praktisch. Wir haben nur eine Gladiator macht drinne, profitieren aber, als wenn wir hier alle drei drinne hätten. Dadurch, dass wir die halt in der normalen Nahkampfwaffe ausgerüstet haben. Und ihr seht hier, wie gesagt, Blutrausch, nässende Wunden nicht mit dabei, könnte ich hier nicht ausrüsten. Packen wir ganz einfach in die mitgenommene Nahkampfwaffe mit rein und schon profitieren wir davon auch in der Ulti. Also da auch nochmal ein so ein kleiner Trick, den man hier machen kann. Und außerdem haben wir da gleich noch ein paar mehr. Ich möchte euch mal eben kurz nochmal den Unterschied zeigen mit die 696%. Wir machen hier gleich nochmal eben Gnadenstoß und dann seht ihr ganz einfach auch nochmal eben die Werte, die dann höher gehen. Wir rufen dafür mal eben nur einen Gegner, damit ihr das eben sehen könnt. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich den hier nicht schon zerstöre. So, er ist tot. Wir haben hier wieder die Kugel drumherum, haben praktisch mit der nächsten Fähigkeit, die wir aktivieren, nochmal die 50% Fähigkeitenstärke drauf. Schauen uns das Ganze nochmal an. Wie gesagt, 696 normal. Jetzt hätten wir die 50% drauf und sind hier schon bei 846. Deaktivieren die Ulti praktisch einmal. Ja, wir würden jetzt im Bestfall natürlich die ganze Zeit beschossen werden, hätten jetzt Energie. Und dann brauchen wir ganz einfach nur hingehen, aktivieren die und schon haben wir die natürlich jetzt durchgängig. Also auch da nochmal ganz nett. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal eben mit 20 Stück an und außerdem seht ihr dann jetzt auch, dass wir ja von den nässenden Wunden und von dem Blutrauschmod noch Gebrauch machen. Sieht man ganz einfach oben nochmal schön eingeblendet. Und das schauen wir uns doch mal zum krönenden Abschluss nochmal eben an. So. Gnadenstoß holen wir eben die 50% Fähigkeitenstärke nochmal oben drauf. Und auch die merkt man deutlich auf jeden Fall. So, und schaut da oben. Nässende Wunden, Blut raus, alles aktiv nach und nach. Also da wirklich. Ja, und der Schaden ist wirklich sehr, sehr gut, muss man ehrlich sagen, für eine Fähigkeit hier. Haut die wirklich richtig kranken Damage rein. Ja, macht mega Bock. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Und ja, das ist wirklich, kann man auch hier einfach wieder sagen, mit dem Gloom einfach wieder ein Hoch auf Helmiv-System. Wir können hier wieder schön die Fähigkeiten nutzen. Aber ja, noch ist es nicht vorbei. Ich habe euch vergessen, noch einen Trick zu sagen. Und das werden wir jetzt noch mal eben tun. Dafür rufen wir wieder einen Gegner. Und dafür muss ich dann einmal eben einen Gnadenstoß machen, damit ich euch das genau zeigen kann. So, hat geklappt. Perfekt, er ist tot. Und jetzt möchte ich euch ganz einfach mal zeigen, dass wir nämlich eine andere Möglichkeit haben, noch Gegner zu blenden und behalten nämlich dann die plus 50% Fähigkeitenstärke, die wir dann natürlich für eine andere Fähigkeit nehmen könnten. Und zwar schaut mal, wenn wir hier sliden auf L1 und Kreis dabei drücken. So, blenden wir die Gegner, aktivieren wir sozusagen die zweite Fähigkeit. Aber dadurch, dass wir das so machen, ohne hier die Fähigkeit zu nutzen, sondern wirklich indem wir nur sliden und die Fähigkeit drücken, seht ihr, geht
die blaue Kugel praktisch nicht weg, die mir hier die plus 50% Fähigkeitenstärke geben würde. Und jetzt schaut einfach mal hin, zeig's doch mal, blenden, ja, Kugel bleibt und ich gehe jetzt einfach mal hin und mache genau dieselbe Fähigkeit, aber jetzt für diesmal ohne den Sliden, sondern mache es wirklich hier über die Fähigkeitenkonsole sozusagen, drücke jetzt mal auf das Blenden und schaut hin, die Kugel ist weg. Also auch da ist mir nochmal aufgefallen, so ein netter Trick nebenbei, den man da einfach nochmal nehmen kann. Erstens mal geht es so viel schneller und ja, wie gesagt, wir profitieren weiterhin dann von der Fähigkeitenstärke. Also da nochmal so zum grünen Abschluss ein weiterer Tipp für euch. Ja, und ich hoffe, euch hat die Vorstellung gefallen. Lasst mir gerne Feedback da und bis dann, Tennos.